Dessau hat sein Bauhaus und die Bauhaussiedlung Törten. Aber auch in Magdeburg gibt es eine ähnliche architektonische, ja, ich nenne es mal Spezialität aus fast der gleichen Zeit. Die Siedlungen des sogenannten Neue Bauen. Sie entstanden überall in der Landeshauptstadt, sechs an der Zahl, in den 1920er Jahren. Architekten wie Bruno Taut oder Johannes Göderitz haben in Magdeburg ihre Spuren hinterlassen. Sehr schöne Spuren, wohlgemerkt. Eine der Siedlungen wird in diesen Tagen jetzt 90 Jahre alt. Eine besondere Ehre für Inge Beims und Oberbürgermeister Lutz Trümper. Sie nehmen Platz auf der neuen Beimsbank, benannt nach Inges Großvater Hermann Beims, Bürgermeister Magdeburgs von 1918 bis 1931. In dieser Zeit entstand auch die Beims-Siedlung. Deren Geburtstag wurde am Wochenende gefeiert. Erstmals konnte auch diese Musterwohnung besichtigt werden. So muss sie in den 1920er Jahren ausgesehen haben. Das belegen Farbspuren an den Wänden. Er kennt das noch, der Sohn des Architekten Karl Kreil. Er ist stolz darauf, dass ich in der ersten von Taut und Kreil persönlich ausgemalten Wohnung gelebt habe. 1921 sind meine Eltern von Süddeutschland nach Magdeburg gezogen, einen bunten Weg. Farbe, Licht, Luft, Sonne und Grünanlagen. Das neue Bauen war erster sozialer Wohnungsbau. Architekten wie Bruno Taut, Karl Kreil oder Johannes Göderitz haben in Magdeburg ihre avantgardistischen Ideen umgesetzt. Mehrere Siedlungen und Einzelbauten gibt es hier. Magdeburg ist eine der ganz, ganz wichtigen Städte der modernen Architektur in Deutschland oder im Deutschen Reich in der Weimarer Zeit. Und es ist sehr, sehr viel gebaut worden. Und wenn man das im Verhältnis sehen würde zur Größenordnung der Stadt von Einwohnerzahlen, weiß ich nicht, ob man nicht sagen kann, dass in Magdeburg sogar mehr moderne Wohnbauten geschaffen wurden als in Berlin. Die Gartenstadt Reform, sie entstand sogar noch ein bisschen früher. Doch auch sie orientiert sich schon an dem, was Architekten die neue Sachlichkeit nennen. Mit der Stadthalle und der Hermann-Gieseler-Halle hat Magdeburg auch prominente Einzelbauwerke aus dieser Zeit. Doch die Beimsiedlung gilt als Beginn des neuen Bauens in Magdeburg. Eine Revolution damals. Evelyn Schulz hat für den Kauf der neuen Beimsbank Klinken geputzt. Fast immer hat sie hier gelebt. 64 Jahre habe ich in der Beimsiedlung gewohnt und bin auch hier geboren. Das Wohnen selber, ja, ich bin als Kind hier groß geworden, viel Grün, viel Spielplätze damals schon, die Wohnung relativ geräumig und bin auch in der Beimsiedlung selber fünfmal umgezogen. 90 Jahre Beimsiedlung, ein Flächendenkmal wird gefeiert, aber auch eine Zeit, als Magdeburg vorneweg ging und vor allem ein Stück Architekturgeschichte.